Am heutigen Abend gegen 17.25 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Straßen Wüstenal und am Feldweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs, wo wir zwei verletzte Personen zu beklagen hatten. Eine 57-jährige Frau aus Lattbergen befuhr mit ihrem PKW die Straße Aldruper Damm und beabsichtigte, die Straße Wüstenal zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt kam ein anderer PKW besetzt mit einem 51-jährigen Fahrzeugführer, einer 32-jährigen Beifahrerin und zwei Kindern auf dem Rücksitz. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß dieser beiden Fahrzeuge. Die beiden erwachsenen Fahrzeugführer in dem Peugeot wurden dabei leicht verletzt. Die beiden Kinder blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Wie die Straßenverkehrsordnung auch schon vorgibt, sollten die Räder zum Stillstand kommen. Man sollte vielleicht bis 1 oder bis 2 oder vielleicht sogar bis 3 zählen, bevor man dann die Fahrt fortsetzt. In dieser Zeit sollte man sich vergewissern, dass von rechts bzw. von links kein anderer Verkehr kommt, sodass es dann halt im Kreuzungsbereich nicht zum Unfall kommt.